Aktuelle Nachrichten von Werder Bremen. Romano Schmidt könnte Werder in diesem Sommer verlassen. Wir wollen jetzt verstehen, was passieren könnte. Aber zuerst, wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen mit den wichtigsten Werder Bremen Nachrichten, abonnieren Sie diesen Kanal gleich jetzt. Der Österreicher hat die Berateragentur gewechselt und liebäugelt angeblich mit einem Wechsel. Insgesamt 8 Jahre lang war der Profi des SV Werder Bremen bisher von Grass is Green, der größten Fußballberatungsagentur in seiner Heimat Österreich, vertreten worden, die inzwischen mit der spanischen Agentur YouFirst fusioniert hat. Von nun an setzt Schmidt auf andere Experten, die niederländische SEG wird seine weitere Karriere begleiten. Ein Wechsel, den der Spieler nicht ohne Grund vollzogen hat. Der Youngster spielt mit dem Gedanken, sich im Sommer von Werder zu verabschieden. Vor etwas mehr als einem Jahr, im April 2022, gab der Verein, der damals noch in der zweiten Liga spielte, die vorzeitige Vertragsverlängerung von Romano Schmidt bekannt. Das Arbeitsverhältnis, das ursprünglich bis 2023 galt, wurde bis 2025 verlängert. Derzeit gibt es einige Argumente, die gegen die Erfüllung dieses Vertrages durch Schmidt sprechen, was wiederum mit der veränderten Wettbewerbssituation im Mittelfeld des SV Werder Bremen zu tun haben dürfte. Auch wenn Romano Schmidt in den letzten Spielzeiten bewiesen hat, dass er ein belebendes Element in Bremens Offensive sein kann, regelmäßige Spielzeit in den Serien 2023 und 2024 ist ihm nicht garantiert. Den Status eines unumstrittenen Stammspielers hat er bei Werder Bremen nicht, weil seine Leistungen so stark schwankten. Das könnte im Hinblick auf sein großes Ziel zum Problem werden. Romano Schmidt steht seit Januar 2019 bei RB Bremen unter Vertrag, wurde aber sofort nach seinem Wechsel zu RB Salzburg, wo er einst als eines der größten Talente des Landes galt, nach Österreich ausgeliehen. Inzwischen hat er 88 offizielle Einsätze für Werder Bremen absolviert und dabei 5 Tore erzielt und 4-0 Assists gegeben. Das kurze Instagram-Video der Sports Entertainment Group ist nicht nur als Willkommensgruß zu verstehen, sondern auch als Bewerbungsfilm über den Neuzugang, dessen aktueller Marktwert von Transfermarkt.de auf 4 virtuelle 5 Millionen Euro geschätzt wird.